So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Station News hier mit Bernie auf dem Kallistropos-Planet. Ja, ich hoffe, ihr habt die erste Folge gesehen und auch wunderschön mitgefiebert und auch natürlich uns die Daumen gedrückt und so, ne, und viel kommentiert. Ja, heute wird es wahrscheinlich spannend, weil es wird sich entscheiden, wie überhaupt jetzt irgendwie so Energie und so weiter generiert wird. Ja, wir haben natürlich schon mal so ein bisschen außerhalb der Aufnahme ein bisschen rumgesponnen und mal hier und da so ein bisschen durchgespielt, was wir machen müssen und wie. Also grundsätzlich wäre es sinnvoll, Energie mit dem Sterling zu gewinnen. Allerdings wissen wir gerade noch nicht so genau, wie wir das Ganze angehen sollen, weil wir doch noch so ein paar Sachen dafür brauchen. Was, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll wäre, wären Pipebänder. Oder was haben wir denn überhaupt so für, wenn wir jetzt mal wirklich sagen würden, wir nehmen jetzt einen Sterling. Huch. Was hätten wir denn da? Wir haben Gasrohre, haben wir 20 Stück da. Damit könnten wir schon mal was anfangen. Wir haben einen aktiven Vent. Ja, 4 Stück sogar. Mhm. Das heißt, wir könnten auch Atmosphäre ansaugen. So, ja. Wir haben uns überlegt, was können wir als Gas nehmen als Werkgas. Haben wir ein bisschen da drum gesponnen und ja, theoretisch könnten wir was aus der Atmosphäre ziehen, könnten es theoretisch auch filtern, allerdings haben wir weder einen Filter noch, ja, Strom ist halt auch so eine Sache, ne? Gesundheitslage niedrig. Ja, wir haben zwar hier auch Kohle, aber da wir keine Kohle finden, ist Kohle verbrennen keine gute Idee, weil wir irgendwann auch mal Stahl brauchen. Und wenn wir keine Kohle mehr haben, wäre halt richtig kacke. Deswegen ist Kohle verbrennen gerade gar keine Option. Also wir hoffen darauf, dass wir wenigstens ein bisschen Energie kriegen, um eine Batterie hier zu laden. Der Punkt ist auch, dass die Kohle Holzkohle ist. Ja, Sterling, ich weiß es nicht. Sollen wir einfach mal das Ding aufbauen und gucken, was wir denn so hinkriegen könnten? Ja, sehr gute Idee. Vor allem auch die gute Idee, dass man das Betriebsgas für den Sterling erstmal über unseren Abfallkanister regelt. Aber wir brauchen dann, einer von uns braucht dann halt eine Ersatzflasche für den Abfall. Das ist es. Wir brauchen den Pipebender, definitiv. Wir brauchen den Pipebender. Oder haben wir hier irgendwo was in den Kisten, wo vielleicht eine zweite Flasche drin ist? Ja, Sauerstoff haben wir in den Kisten. Sauerstoffflaschen. Oxygen. Die sowieso bald vonnöten sind. Also richtig viel Sauerstoff habe ich nicht mehr. Ja komm, dann packe ich doch schon mal was aus hier. Übrigens habe ich Kraft mit den Kartons, dass die halt richtig rumstehen müssen, damit man da was rausnehmen kann. Das war mir vorher nicht klar, dass die halt nur von der einen Seite benutzbar sind. Ich habe noch nie einen Karton genutzt. Okay, guck mal, hier ist eine Sauerstoffflasche, da sind 5700 Kilopascal drin. Mhm. Das heißt, wir lassen... Es ist die Frage, was nehmen wir als Trägergas? Lieber CO2 oder lieber Sauerstoff? Ich guck mal eben, also ganz rein wird meine Flasche nicht sein. Obwohl nee, doch, nee. Da ist CO2 und O2 drin, dann können wir ja auch das nehmen, ne? Also entweder nehmen wir halt Sauerstoff oder wir nehmen halt CO2, wobei CO2 halt sinnvoller ist. Gerade Sauerstoff brauchen wir irgendwie, ne? Ja. Okay. Aber dann müsstest du aber wechseln. Wie viel hast du denn jetzt aktuell im Anzug von deiner Sauerstoffflasche? Wie viel ist da noch drin? 1500 Kilopascal. Das ist absehbar, wann die eher leer ist. Ja, schon. Ich meine halt nur, wenn du jetzt die volle Flasche reintust und die fast leere Flasche dann als Abfallkanister nimmst, dann haben wir die halt ein bisschen schmutziger. Also dann haben wir halt O2 mit CO2 vermischt im Abfallkanister. Aber okay. Ich kann doch auch den reinen Abfallkanister einfach nehmen. Und die leere Sauerstoffflasche als neuen Abfallkanister. Aber die ist ja nicht leer. Nee, aber die wird gleich leer sein. Ach so, ja, okay, solange willst du warten. Ja, okay, ich druck uns einen Pipebender und dem kommen wir ja auch nicht rum. Den brauchen wir. Ja, und wie willst du... Ja, genau, wie will ich den drucken? Genau. Wir haben keinen Strom mehr. Nee. Also deswegen, wir müssen jetzt eigentlich zusehen, dass wir hier den Sterling am Laufen kriegen. Ja, aber ohne Strom kriegen wir auch nichts ins Rohr gepumpt mit einem Active Vent. Ja, wir müssen jetzt darauf hoffen, dass da jetzt gleich... Also wir jetzt pflastern das jetzt einfach hier hin und fertig. Also wir müssten jetzt sowieso drauf pokern. Ansonsten wird's interessant. Obwohl, nee, stopp. Ha!
Ja klar, wir haben Batterien. Natürlich haben wir Batterien. Wieso? Ja, unsere ganzen Werkzeuge haben doch auch Batterien. Ah, okay. Haha, guck mal. So, okay. Damit könnten wir wenigstens schon mal... Ja, was halt richtig gut wäre, ne? Wäre ein Batterieladegerät. Kannst du mal eben nachgucken, was das kostet? Ja, guck mal. Dann können wir wenigstens was umschichten. Und die Sonne kommt. Also Sonne mehr oder weniger, ne? Oh, Roger, du bist ein Schlitzohr, echt, ey. Also. Was gibt's hier? 2 Einträge im Stationpedia, aber 5 Eisen, 2 Gold, 2 Kupfer für den 2-Slot-Charger. Das ist doch okay, oder? Würde ich sagen, machen wir. Ja, ja, wir ja, haben. Wie viel? Es ist egal, es lädt. Nee, es ja, lädt. 0,8 bei 20% Sichtbarkeit, 0,9 Watt. Okay. Ja, es ist ja auch gerade erst am Aufgehen, ne? Ja. Die Frage ist ja, lass mal gucken, wo ist sie denn aufgegangen? Wo ist sie denn? Da. Da hinten. Da ist 20 Grad. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, egal. Gut, okay, aber wir haben auch noch Batterien, also von daher alles gut. Dann würde ich nämlich sagen, mache ich zur Not meine Werkzeuge leer und du hast dann auch Werkzeuge. Okay. So, also Batterieladegerät wäre jetzt mit am wichtigsten gerade, damit wir umschichten können. Okay. So, ich mache mal meinen Handdingens hier leer. So, das da rein. Bist du sicher, dass wir nicht erstmal hier den Rohrbiegedingsbums bauen? Kannst du ja parallel machen. Nee, wir haben nur einmal Material. Das steckt jetzt hier wieder im Autolathe. Also okay. Entweder schmeiße ich das da raus und tust den Elektro und baue da dein Charger. Aber die Batterie braucht nicht so lange. Mach die Batterie ruhig erst. Den Batterielader. Ja, okay. Gut, dann schmeiße ich das hier erst wieder raus. Moment. Strom an. So, was braucht der Stirling? Schweißbrenner und 2 Stahlbleche. Ach, du bist doch ein... Also wir werden öfter über Roger fluchen. Aha, also mit anderen Worten, die Idee ist auch schon weg. Wir brauchen also dann noch erstmal den Ofen. Aber gut, okay, jetzt mache ich erstmal Ladegerät. Das Ladegerät. Ja, das ist gerade am wichtigsten. Okay, das heißt, wir... Gott. Ja. Oh. Ja, jetzt kann ich aber nicht ausschalten. Jetzt hat er 2 gemacht. Fuck it, die macht er so schnell. Ach man. Ja, ist nicht so wild. Alles gut, Bernie. Oh. Roger! Roger! Wir werden öfter fluchen hier. Aber okay, ich meine, wir laden natürlich jetzt nicht so ewig viel, ne? Also eigentlich fast gar nicht. Gibt es einen Unterschied von der Leistung von den Solargeräten? Was meinst du mit, gibt es einen Unterschied von der Leistung? Ja, können die großen Solarmodule mehr laden? Ja, die haben eine größere Fläche, die erzeugen mehr Strom, wenn du das meinst. Dann, da der Stirling ja gerade sowieso gestorben ist, würde ich sagen, sehen wir jetzt zu, dass wir hier mehr Fläche hinbauen und Solarmodule, oder? Okay, gut. Das ist doch mal eine Ansage hier. Gut, dann alles umschichten. Wir könnten jetzt mit deiner Batterie, die noch drin ist, die noch bei 91% ist, könnten wir die kleineren, die zweite, das geht ja nicht, du kannst ja nicht ohne Batterie sein. Die ist nämlich jetzt gerade bei 2% dank unserem superportablen Solar Panel. Ja, aber wir haben ja jetzt, wir haben ja auch das Ladegerät jetzt, ne? Ja, dann kann ich ja schon mal, dann kann ich schon mal die Kleinen hier wieder aufladen. So, dass wir wenigstens schon mal eine Ersatzbatterie haben gleich wieder. So. Kurz überlegen. Also, wir brauchen Gold, Kupfer. Das. Solarmodule wollten wir bauen, ne? Und ein Pipebender. Ersten Pipebender ja, wolltest du, der ne? Der Pipebender, ja, aber klar, wir werden ja auch Filter irgendwann brauchen und alles und Rohre und Kram. Aber jetzt nochmal, wenn hier Solarenergie so mau ist, ja.
Ja gut, wir brauchen aber den Ofen. Wir brauchen, zumindest müssen wir den Furnace bauen. Wir müssen dann halt zur Not erstmal auf Masse gehen von Solarenergie. Erstmal, um überhaupt den was... Weißt du, wie viele Zutaten wir brauchen, die wir über den Arc Furnace schmelzen müssten, mit wie viel Strom wir das schmelzen müssten, um 3 Solarsegel zu bauen? Das Beste ist, wir bauen uns einen Furnace. Und kann man den nicht einfach mit dem scheiß Gas von der Atmosphäre hier zum Explodieren bringen, zum Zünden? Das könnten wir auch machen, ja. Du, ich muss mal irgendwas essen. Sonst guck mal, was wir brauchen für ein Furnace. Ja, 30 Eisen, glaube ich. Ich guck aber, klar, gerne. Muss mal irgendwas zu essen holen. Ja, ist gar nicht so einfach, so die Prioritäten gerade festzulegen. Vor allem, weil man gerade noch nicht so genau, weil wir gerade noch gar nicht so genau wissen, was alles hier so passiert und so. 10 Kupfer hätten wir, aber uns fehlen 15 Eisen. Hier ist ein 27er Stack. Ich muss den durchschmelzen, es tut mir leid. Also hier muss es jetzt nochmal brennen. Ja, alles gut, mach doch. Ist doch nicht das Problem. Sagt mein Anzug jetzt Elektroprobleme. Ich habe da 79% an. Batteriestand kritisch. Okay, war ein Bug. Okay, die Lunge füllt sich, ist übrigens wieder in Ordnung. Das heißt, ich werde halt zusehen, dass ich Essen und Wasser immer voneinander trenne und das in der Hoffnung, dass die Lunge danach wieder in Ordnung ist. Mhm. So. Guter Tipp, weil meine Lunge hat einen leichten Schaden, aber ist egal. Den Furnace, kannst du mal eine Handbohrmaschine rausholen, den Furnace da wieder wegmachen? Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Den Furnace? Ach, den Stirling. Ja, klar. Also, bis wir keinen Stahl haben. Ja. Ja, und wenn wir einen Furnace haben, könnten wir ja auch Stahl herstellen, ne? Ja. Und eben okay. Auch erstmal die ganzen Sachen schmelzen, damit wir hier keinen Strom verbrauchen zum Schmelzen. Mhm. Okay, Solarmodule wollten wir machen, ne? Ja, in der Hoffnung, dass sie uns irgendwas bringen. Geh nicht so nah ans Feuer. Ich wollte hier nur das Eisen durchschmelzen, damit wir den Furnace bauen können. Hast du das schon genommen? Ja. Achso, okay. Hör auf zu knallen hier, verdammt. Okay, eine Batterie ist hier voll wieder. Guck mal, die ist schon auf 6%. Ist doch der Hammer, oder? Das sind die 6%, die uns irgendwann das Leben retten. Pass auf. Ja. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Oh, es geht sogar von alleine aus. Okay. Gut, also Solarmodule. 3 Stück wollten wir bauen. Ja, wenn wir, sagen wir mal, die Sonne ging bei 0 auf, behaupte ich jetzt einfach mal. Wir haben sie erst bei 10 Grad gesehen oder so. Wenn die dann jetzt hier in diesem scheiß Winkel drüber wandert, also ich sag dir, das bringt nicht viel, aber 3 wären halt toll. Sonnenaufgang, Sonnenhöchststand, Sonnenuntergang, aber die können wir dann alle drei gewinkelt hinstellen. Das ist ja völlig Mumpe, weil die Sonne steht halt im Winkel. Ja, besser ein bisschen was als gar nichts. Ja, so. Ja, aber eben Materialeinsatz und so, dass wir dann Energie rausholen. Also Pipebänder wollten wir aber erst bauen jetzt, ne? Oder ja, nicht? Brauchen wir auch. Wir brauchen aber mehr Platz hier und auch die Solarsegel, wenn wir sie also dann bauen. Mehr Eisenrahmen. Ja. Gut. Und dann ist ja auch noch die Frage, können wir hier noch fix irgendwie Wände drumherum ziehen und uns ein Vakuum pumpen. Ja. Das ist ja drumherum echt. Ziehen ist Hölle hier, ja. Weil wir bräuchten richtig, wir haben ja 3x3, also 9 als Dach und eben 3, 6, 9, 12 plus Türe. Wie viel Rahmen wollen wir machen? Nicht so viele, 3 Stück. Da können wir die Solarsegel draufsetzen auf 3 Rahmen. Ich habe 6 gebaut, ist okay, ne? So. Nee, nicht so. Nicht so. Nicht so? Wie sehen sonst? Ja, hinter die Elektroprinter und den Schrank, weil die Sonne geht ja hier im Norden auf und wandert hier rüber, wie du siehst. Da kriegen wir ja kein Licht, also die schatten sich ja dann selber ab und nur zur Mittagszeit. Ich würde alle 3 gewinkelt im 45-Grad-Winkel setzen wollen, aber ist nur meine Idee. Also meinst du so? Nee. So? Nee. Nee? Wie denn dann? Hier hinten entlang, hier am Regal entlang. Okay.
Dann halt wieder weg. Guck mal, ist meine Idee, ist mein Vorschlag, weil wenn die links aufgeht, von meiner Position jetzt aus gesehen, wenn wir auf dem Brett hier stehen, die geht links auf, wandert hier rüber und geht rechts unter, wie du gerade siehst. Also so jetzt hier? Oder ist noch falsch? Nee, direkt dran eigentlich. Die brauchen wir nicht versetzt setzen. Direkt dran. Alle drei direkt dran. Sind kürzere Kabelwege und so weiter und so weiter. So, genau. Ja, so. Genau. So, müssen wir da was drauf machen? Ja, Eisenplatten. Okay. Ich hab die. Ich schmeiß die drei eben durch. Was brauchen wir noch? Dann brauchen wir jetzt die Solardinger, ne? Ja. Und dafür brauchen wir die Zutaten, also den Furnace. Ach so, den Furnace wollten wir bauen. Ja, okay, stimmt. Unbedingt. Das war der Plan, ja. Ah. Bin ein Held, okay. Ey, immer dieser blöde Hebel, der offen bleibt. So, ja, wenigstens macht der Bernie da hinten Licht, ne? So. Das ist das Einzige, was ich kann, leuchten. So, Schmelzofen. Dafür brauchen wir mehr Eisen. 30 Eisen, 10 oder 15, 10 Kupfer, glaube ich. Und das Kupfer war eben noch genug da. Wir brauchen aber, deswegen hatte ich auch Eisen geschmolzen, aber gut, die sind jetzt durch die Rahmen draufgegangen. Nehme ich an. Achtung, das sind 50 Stück. Oh je, ja. Aber wir brauchen sowieso. Ja, keine Frage. Natürlich. 7% an meiner Batterie, ist doch top. Für einen ganzen Tag laden. Ja, wir müssen auch mal zwischendurch tatsächlich dann auch mal obwohl. Mein Mannequin keucht wie wild, weil die Lunge nicht in Ordnung ist. Ja, das war keine gute Idee, beide Sachen gleichzeitig, also hintereinander zu machen. Essen und trinken war keine gute Idee. Abwechselnd wäre es besser. Also ich habe halt keinen Schaden. Sehr gut. So. Ofen wollten wir machen. Eins, Wir eigentlich irgendwas für eine Luftschleuse dabei? Nee, ne? Nee, nix. Okay. Keine Türen, keine Platine, ich habe keine gesehen, keine Konsole. Nix. Ist mir nicht begegnet und diese Pille habe ich auch nicht gesehen. Also da, ach so, da habe ich mich auch vertan, die haben wir gar nicht gehabt. Ja. Ja, Schmelzofen wäre natürlich geil, ne? Dann haben wir keinen Stromverbrauch, könnten auch Stahl schmelzen. Und mit dem Stahl könnten wir dann den Stirling betreiben. Ich suche jetzt gerade mal diesen Igniter. Pipe Igniter. Ja, genau. Durch das neueste Update haben wir einen Rohrzünder bekommen. Sehr cool, das könnte uns helfen. Auf jeden Fall. Gerade bei der Geschichte, die Gase dann zu entzünden. Ich glaube, normalerweise hätte man das halt nur über Hitze gemacht, ne? Aber kannst du knicken, weil brauchen wir ein Elektrum für... Silber und Gold, ne? Ja, Silber und Gold und den Ofen, doch. In dem du Elektrum schmilzt. Dann hast du erst einen Zünder, einen Igniter. Hä? Ja, aber das können wir doch herstellen mit dem Ofen. Ja, aber wir wollen ja doch erstmal den Ofen mit heißem Gas bestücken und das müssten wir ja entzünden und dafür brauchen wir den Igniter. Und nee, stopp. Der Ofen hat ja einen Zünder drin. Wir müssen ja nur das Gas da einleiten. Ja, jein. Ich weiß nicht, ob das ein Zünder ist oder ob es nur dazu dient, ein Eis zu schmelzen. Klar, mit einem Funken, aber ich weiß es nicht. Ist es ein Funken? Okay, dann... Ich würde sagen, ja. Aber das werden wir dann sehen. Auf. So, wo stellen wir den denn hin? Ich könnte mir vorstellen, abseits, dass... Bitte. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Bisschen abseits. So, hier hin? Zum Beispiel, dann nimmst du hier das Frame, wo gerade unsere super Solar-Ladestation draufsteht. Ich habe ja noch Frames. Ach, du hast noch? Okay. Ich habe noch drei. Ich habe ja sechs hergestellt. Ah, okay. So.
Ich weiß nicht, ob wir es noch ein bisschen breiter machen wollen, dass wir da wenigstens neben stehen können. Wir können es dann immer noch wegnehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, nicht vonnöten. So, du hast noch die Platten, ne? Ja. Lufttank niedrig. So, Luft ist gleich alle bei mir. Ich weiß nicht, ob dieses Ladegerät funktioniert, wenn es auf einer Maschine steht. Ich weiß halt, dass es funktioniert, wenn es auf dem Frame steht. Auf dem Boden funktioniert es nicht. Ich habe die Platten, ja, habe ich. Durst, kritisch. Ja, dann schweiß mal zusammen, dann würde ich sagen, stellen wir den Ofen ein. Ja, mach. So, Durst ist auch wieder kritisch. Ja, tut mir leid, Leute, ihr werdet das Gepiepe leider hören müssen, weil ich werde die Gesundheit ziemlich weit runtergehen lassen wieder, einfach um Ressourcen zu sparen. Der Bernie rennt schon immer weg, bevor er was geschweißt hat. Ja, weil es brennt ja schon, bevor es fertig ist. So, wie rum stellen wir das Ding jetzt hin? So weit weg von der Platte wie möglich. Achso, wie rum? Ach, einfach. Ja. Ist doch egal. Ich bin da immer unschlüssig, wo da was ist. Ich bin da mal am Gucken. Also hier wird befüllt. Glaubst du, rum? Kannst du das eigentlich sehen, was ich baue? Nee, erst wenn es steht. Okay. So. Also ich baue den immer gerne so, dass ich von links rein tue und von rechts fällt es raus. Also, aber das ist natürlich vollkommen Mumpe, ob das von oben nach unten, da brauchst du halt nur ein bisschen mehr Platz unten. Weil sonst steckt das im Frame. Und dann also wir stecken es jetzt von hier aus rein und hinten kommt es raus. Von hier aus rein? Wo ist denn hier? Links, rechts? Wo ich stehe. Von das hier ist aus ja von rein. Oben. Achso, von oben rein und hinten kommt es raus. Ja. Keine Ahnung, ja, ey. Wunderbar. Ja, ist wunderbar. So, von links kommen die Rohre. Dann müssen wir hier noch irgendwo den Vent reinklatschen. Ja. So, was brauchen wir? Eisenbleche? Hast du? Habe ich noch 16 Stück, ja. Noch 22 Stück. Die schmeiße ich. Nee, jetzt kommt erstmal Schraubenschlüssel. Was kommt jetzt? Schraubenschlüssel, genau, ja. Und ich hole schon mal Rohre. Jetzt wohl den. Rohre waren hier. Wir wissen übrigens auch noch nicht, ob wir. Also ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass wir Windenergie haben. Ich glaube, Roger ist ziemlich sparsam gewesen mit sowas. Also ich bezweifle, dass wir was kriegen. So, Input. Gasrohr. Dann Active Vent brauchen wir. Ich kann direkt zwei mitbringen, weil wir wollen dann irgendwann ja auch absaugen. Irgendwann. Also, wir setzen hier einen hin und hier einen hin. Ja, stopp. Andersrum wäre eigentlich sinnvoller. Egal. Was noch wieder? Ne, ich glaube, ich brauche die Handbohrmaschine zum Abbauen, ne? Ja, kannst du den linken mal rechts daneben, neben den anderen setzen? Ja. Mach ich. Oh, falsch rum. Entschuldigung. Wieso hat denn der sich jetzt gedreht? So, Problem ist, wir brauchen Strom. Ja. Ich weiß nicht, ob wir mit den Kabeln bis nach da hinten kommen. Doch, 40 Kabel habe ich noch. Wir brauchen ja auch erstmal nur den Input mit Strom. Ja. Ja gut, spielt ja keine Rolle, ob wir beide dran machen oder nur den einen. Ja, ich dachte jetzt wegen Stromverbrauch. Oh, ich glaube, ich habe meinen Drahtschneid. Kannst du mal eben da die Kurve dran setzen an dem anderen mit? Ich habe meinen Drahtschneider. Ja, der liegt in der Kiste, habe ich gesehen. Ja, ich habe es gerade auch gesehen, dass der da liegt. Ach Mann. Achso, da hat die Kurve dran, ja, okay, sehe ich. Das sind Freischwebende, also bitte keine bösen Kommentare deswegen, es ist jetzt so. Die Kurve hier mein Monk schreit auch, falsch, aber ich kann es nicht, ja. Mein Monk schreit auch, aber ich kann es nicht ändern. Ich hole mal meinen Drahtschneider. Wir haben einfach die Ressourcen nicht, das ist der Punkt. Was passiert hier? Warum brennt hier unsere Kiste? Ach du Scheiße, weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung, warum hier immer alles brennt. Ich verstehe es auch nicht. Nicht, dass das doch irgendwas mit den Flammen hier auf dem Boden zu tun hat. Ja, ja. Die immer wieder mal aus dem Boden schießen, ja. Einmal sie bringen wir in Sicherheit. In Sicherheit auf unserer Platte. Naja, fackelt einfach alles bei uns ab, weil wir zu weit unten gebaut haben. Nee, ich glaube, das. Ah, boah, ich komme ja gar nicht hoch mit der blöden Kiste in der Hand. Machen das anders. So, die Sonne geht wieder auf. Und zwar bei. Ja. Bei der Morgengraut. Keine Ahnung, ob die bei 20 Grad aufgeht oder was. Auf jeden Fall geht sie da hinten auf. So. Hey, warum knatscht denn da schon was? Ja, du hast schon Druck auf die Rohre gemacht. Und ja, da war bestimmt Flüssigkeit drin, ne? Oh ja. Oh ja. Mach mal das Ding aus. Ja, das war's. Warte mal, stoppen wir, bevor jetzt wieder irgendwas anschließt. Warum baust du denn jetzt alles ab? Weil ich keine Lust hatte, das. Ja, ist mir egal. Ich wollte nicht, dass es kaputt geht. Jetzt ist das ganze Gas doch weg. Ja. Ja, was machen wir jetzt gegen das Flüssigwerden? Ja, nicht zu hohen Druck. wir müssen einfach von Hand schnell ein- und ausschalten. Dass nur ein bisschen Druck da ist. Und dann hoffen, dass der Ofen, wie du sagst, mit dem Knopf dann das Ding entzündet. Weiß ich nicht, ob das so ist. Okay. Ja doch, muss ja. Warum zur Hölle brennt da eigentlich alles? Die Frage ist, ob wir den Output erstmal weglassen, weil sonst haben wir hinten halt auch ein Problem, ne? Weil wir haben ja jetzt kein Ventil da drin, ne? Ja, der Active Vent ist ja ein Ventil. Wenn ich ihn nicht anmache, ist er ja so. Ja, ja, aber das geht ja auch dann quasi schon zum Output hin. So bleibt es ja im Ofen drin dann. Dann kann uns die andere Strecke nicht auch kaputt gehen. Ach so, ja. Okay, Bernie. Wolltest du zünden oder wie machen wir's? Meinst du, ich bin der Feuerteufel? Kann ja, ich du mal? Kannst auch anmachen, dann zünd ich das Ding. Mir ist das Latte. Nee, es geht darum, dass wir jetzt erstmal nicht zu viel Druck in die Rohre kriegen. Ja. So, also nur ganz kurz den Active Vent an. Haben wir denn überhaupt Material, was wir da reinwerfen können, wenn das Ding anfängt zu brennen? Ja, erstmal das ganze Material, was da hinten noch im Schrank ist. Haben wir, okay. Ist ja erstmal Wurst Watt, aber Hauptsache wir pusten da mal was durch. Ja, okay, dann das Brenngas ist ja hier für umsonst. Ja, ich schmeiß gerne den Active Vent an, lass mal eben gucken. Ich brauche mein Tablet in der Hand. Moment. Ja, ist null, okay. Aber der Schmelzofen hat übrigens was drin, ne? Was hat er denn schon drin? Ha, ich hab schon gezündet! Ja, dann teste mal bitte. Wo siehst du 300 Grad? Ja, 300 Grad Kelvin. Auf den Ofen zeigen. Auf die Kammer, auf die Chamber. 301 Kelvin. Oben auf das Manometer. 300 Kelvin, das ist halt nix, ne? Nee, es reicht nur gerade, um vorzuschmelzen, aber mehr nicht. Ja, weil wir nicht viel Wasserstoff da drin haben. Okay, ja, Moment, warte mal. Volatiles und N2O, das ist doch ein brennbares Gas. Also ich mache nochmal ganz kurz den O. Ja, wir haben halt nur 0,332% Volatiles in der Atmosphäre. Das ist halt nicht viel. Ja, müssen wir aber jetzt mit klarkommen. Ich glaube, das wird so nichts. Ich brauche mein Tablet in der Hand. So. So, 30% Stress. Kannst du mal zünden? Ja, ich versuch's. Konstant. So, und jetzt sind gleich die Volatiles wieder auf und wir sind bei 27 Grad. Das wird so nix. Wir brauchen mehr Wasserstoff.
Mein Wasserstoff ist da. Haben wir als Eis? Nee. Doch, klar. Oh. Ja, klar haben wir. Ja, ja, okay. Ist ja easy. Da müssen wir ja nur ein bisschen Volatiles mit reinschmeißen. Ja. So, ich brauche mal eben eine neue Batterie. Ich muss schon wieder trinken. Aber, ach so, nee, das geht. Ich warte ab, bis mein Mannequin. Ja. Okay. Das heißt, wir sammeln mal ein bisschen Wasserstoff. Da oben ist schon was. Dann fangen wir mal klein an, wa? Ja, bitte. So, 12. Meinst du, das ist zu viel oder zu wenig? Ich würde die Hälfte erstmal reinschmeißen. Ja, die Hälfte ist halt schwierig, oder? Ja. Wir haben Sonneneinstrahlung. Ach so, ja, dann schmeiß eben 12 rein. Das mit dem Springen ist halt irgendwie problematisch hier, ne? Mhm. So, komm, wir schmeißen 12 rein. Ja. Hui! Okay, es fliegt schon mal nicht in die Luft, glaube ich. Okay. Wir haben aber ordentlich Druck auf dem Kessel. Naja, geht noch. Geht sich MPA? Ja, und? Steigt. Wir müssen ablassen, Bernie. Wir müssen ablassen. Nein, warte mal jetzt. Aber wir haben auch gar nicht mehr zum Ablassen vorgesehen. Du hast ja die Rohre nicht mehr dran. 46, 47. Ich glaube, ja, ich baue mal die schnell Rohre dran. Bitte. Ne? Mach mal die Rohre dran. Und wenn die Rohre sich füllen, das sind ja nur 10 Liter pro Rohr. Also das kannst du sowas von vernachlässigen. Ja, aber wir könnten es ablassen. Ja, Moment, stopp. Aber noch nicht. Nee, ich lasse noch nichts ab. Okay. 46, okay, so ja, haben okay. Temperatur, Druck sinkt. Ja, ja, weil kühlt sich ja ab. So, alles klar. Dann würde ich sagen, holen wir alles ran, was wir haben und schmelzen das mal eben weg. Ich habe gerade schon Kupfer reingeworfen. Ich mache das barrenweise. So, zack. So, ich habe den Hebel gezogen, ne? Also alles, was reinkommt, kommt auch wieder raus. So, jetzt haben wir Kupfer. 100 Gramm. Ich weiß nicht, wie heiß ist der noch? Ja, da ist alles am Leuchten. 2000 Grad, alles klar, 2000 also, Grad. Also ballern wir noch rein. Ballern wir jetzt weg. Silizium auch rein. Alles rein, was wir haben. Alles, was wir gesammelt haben. Komm, ich sammle hinten auf, du kannst. Bewusstsein niedrig? Ich muss in den Schrank. Was? An meinen Sauerstoff ist alle. Mach keinen Scheiß. Okay, das war nur der Sauerstoff. So. Ist nur ein bisschen Sauerstoff gefehlt, ja. Ah, Scheiße, ey. Ja, das Ziel ist natürlich, dass keiner von uns hier stirbt, ne? Ja, das ist das Ziel. Okay. So, ich habe noch 2 Stacks, die wir wegschmelzen können. Ja, rein damit. Vielleicht sollten wir auch nochmal eben dann wirklich was farmen gehen, solange es jetzt gerade noch schön warm ist hier. Ja. Und wir sollten vor allen Dingen auch Stahl schmelzen, ne? Ja, wir haben Holz. Es ist gerade heiß genug noch für Stahl. Ja, dann lass uns noch bitte ein paar Stacks Eisen zusammensuchen und dann nehmen wir Kohle aus der Kiste und der Ofen scheint die Temperatur gut zu halten, warum auch immer. Das ist mir immer nicht klar. Müsste längst abgekühlt sein, aber. Nee, so schnell geht das nicht. Und du hast was von Elektrum gesagt, ne? Ja, brauchen wir für. 50 Gold und Silber waren es, ne? Ja, also zu gleichen Teilen muss ja direkt 100 sein. Komm, ja, ich sammle Gold und Silber und dann sammelst du mal eben die Sachen für Stahl zusammen, ja? Ja, Moment. So, das ist der Karton aus meinem Rucksack. Hier ist ein Karton mit Kohle. Das ist mir wirklich total fremd, dass ich den Karton richtig rum hinstellen muss, damit er. Wie bewerkstelle ich das denn dagegen treten? Okay, ja, gut. Nee, du kannst mit T einfach hinstellen. Achso, und dann steht er richtig rum. Okay. Aber ja. Wie schnell das so dunkel wird, das ist so super. Ja. Ich meine, das passiert ja auch tatsächlich.
Ja, vielleicht nicht ganz so schnell, ne, aber... Was hat denn jetzt die Batterie? 14%, also 7% pro Tag. Okay. Bei Elektro müssen wir, glaube ich, nur auf die Temperatur achten, ne? Ich glaube, es darf nicht zu heiß sein. Ja, ja, der Druck darf nicht zu hoch sein. Hitze ist nicht schlimm. Okay. Rezept für Stahl ist aber auch mit Holzkohle 3 zu 1, ne? Ja, ist das Gleiche. Ändert sich nicht, ne? Ist, ja, okay. Ist das Gleiche. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal Eisen holen. Was heißt, gehe ich mal Eisen holen? Ich hole jetzt Eisen, so. Ohne irgendwelche Löcher zu bauen. Dieser komische Pickel ist ein bisschen buggy. Nö. Also bei mir ist, bei mir funktioniert das manchmal halt nicht. Ja. Das sind Probleme. Kupfer, Gold, Akku, brauchen wir auch. Ich nehme einfach mal mit, was ich kriegen kann. Das nicht. Ja, sammel du ruhig das Eisen. Ich werde hier noch weiter gerade Gold und Silber sammeln. Ah ja, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, dass wir auch Wasserstoff hier als, als Dingens haben, ne? Als Eis. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, ich habe zwar nicht viel davon gesehen, aber ich habe es gesehen. Also volatiles Eis, das Rote. Mhm. Ja, das hat es natürlich jetzt ein bisschen einfach gemacht. Mhm. Ja, das ist nicht das, was ich will. Kupfer. Eisen. Ich hätte gerne Gold und Silber. Oh, da hinten ist der Bernie. Hallo! Du bist wahrscheinlich bei mir im Rücken, ich sehe dich nicht. Aber wir brauchen erstmal Strom, ne? Also wir sollten erstmal Solarsegel priorisieren. Weil jetzt haben wir sogar eine Furnace und haben die Zutaten geschmolzen. Also heißes Gas haben wir jetzt schon. Und das auch? Wir wissen, wie wir es herstellen. Wir brauchen gerade Stahl für den Dingens. Und ich glaube, dann hätten wir auch relativ alles soweit. Okay. Kanister für... Betriebsgas. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so ein Riesenproblem, haben wir auch. Also ich habe einen leeren Kanister. Okay. Ja, was ich mal machen könnte, wäre den zu tauschen. Weil ich weiß nämlich nicht, wie viel Druck da drauf sein darf. Ja, ich weiß irgendwas von wegen, dass da irgendwie, ich weiß nicht, 12 Mol drin sein dürfen, aber in dem Betriebsgaskanister. Aber frag mich nicht, was 12 Mol in Druck ist. Das weiß ich nicht. Ja, deswegen habe ich den jetzt gerade mal rausgenommen, damit es nicht ganz so viel wird. Also je nach Temperaturunterschied könnten halt 4 MPa schon zu groß sein. So, das ist viel zu viel. Also 4 MPa, kannst du ja mit dem Tablet drauf gucken, wie viel Mol dann im Kanister sind. Da dürften halt nur irgendwie 10, 12 oder so, habe ich im Kopf. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit dem Stirling gearbeitet. Das hing halt auch vom Temperaturunterschied ab. Wie hoch der Druck dann in der Flasche geht. Also so richtig zufriedenstellend ist die Ernte hier nicht, die der Roger eingestellt hat. Ich habe jetzt hier ein riesen Loch gegraben, also einen Schlitz gegraben und habe gerade mal einen Stack Eisen zusammengekriegt. Ja, ich hab Roger aber auch gesagt, ich will nicht, dass wir... quasi gar nicht mehr los müssen, weil wir die Tasche mit einmal abhauen direkt voll haben. Nee, das habe ich auch nicht gesagt, aber gut, ich nehme an, der Faktor steht auf 2 jetzt statt auf 1. Also es ist nicht wirklich viel mehr, aber es ist etwas mehr. Silber ist gar nicht so einfach hier, ey. Silber ist schon sehr rar. Aber brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir wollen doch gar keinen Igniter mehr bauen, oder? Wir haben doch jetzt heißes Gas. Ja, komm, das können wir mit Sicherheit auch für irgendwas anderes gebrauchen. Dann machen wir direkt mit fertig jetzt. Wir brauchen erstmal Solarsegel. Heißes Gas haben wir. Wofür brauchen wir Solarsegel? Ja, guck mal, dass ihr den Stirling ans Laufen kriegt. Ich bin gespannt. Ja, also eigentlich müssten wir alles haben jetzt gleich. Mhm. Und einen Raum wollten wir bauen. Die scheiß Luft absaugen, die Atmosphäre. Ich würde sagen, das stellen wir so weit hinten an, bis wir Strom haben. So, Stahl, wie sieht's aus?
Ja, ich sammle Eisen verzweifelt, aber ich habe gerade mal 57 zusammen von den 150, die ich gerne haben möchte. Okay, heißt, ich sammle noch mit Eisen. Nein, 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 nein. Oh. Oh Gott. Gesundheitslage, kritisch. Ich habe irgendeinen komischen Winkel beim Springen benutzt. Ich fliege gerade 5 Minuten durch die Gegend. Ja. So, Gesundheitslage kritisch, sagt er mir jetzt. Ich glaube, ich muss mal gleich wieder was hier zu mir nehmen. Die gute Dame in meinem... Die gute Dame in meinem Kopf. Eisen? Du bist Eisen. Also frech finde ich ja, dass er uns nur die Spitzhacke gegeben hat, ne? Och, nö, wir haben natürlich bei der Notlandung nicht so schnell an alles gedacht. Ja, ja, hast du wieder einen Gedanken ganz woanders bist du wieder gewesen. Wir hatten so eine komische KI an Bord, die hat uns gesagt, was wir mitnehmen sollen. Und das war, die heißt zufällig Roger. Herrje, da gibt es denn hier nicht noch mehr Eisen? Eine Brille haben wir nicht. Wie viel hast du denn? 72 insgesamt. 72? Mhm. Ey. Ah, hier ist ein Eisen, glaube ich. Vielleicht einen zweiten Stack voll. Ja, ich jetzt gleich auch. Ich hoffe, der Ofen ist gleich noch heiß genug. Ich auch. Habe ich gar nicht darauf geachtet, ob da noch Lachgas übergeblieben ist. Nee, das wäre links verbrannt. Achso, wenn kein Volatiles mehr da ist, dann ja, okay, ja. Ja, können wir gleich nochmal gucken, bevor wir jetzt reinschmeißen. So, ich habe jetzt 120. So. Ich brauche was zu trinken. Das Problem ist, ich habe gar nicht mehr so viel in der Flasche hier. Ja, der Karton mit den Flaschen. Also wir hatten ja jeder einen. Ich habe meinen auch in die gemeinsame Kiste gestellt. Da sind ja 6 Flaschen Wasser drin. Je Karton, 6 Flaschen. So, jetzt habe ich 144. Komm, noch einen Fitzel hier, bitte. So ein Popel würde hier noch umliegen, oder? 149. So, jetzt 150, okay. Hat eine Geburt. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ja, brauchen wir ja noch für andere Sachen. Wir brauchen noch Frames, wir brauchen Wände. Ja, ja, Frames, nicht Wände, Eisenplatten. Schmeißen wir einfach jetzt gleich alles rein, was wir da haben. So, 8% Leben. Ich werde jetzt erstmal was trinken gehen. Wird sie einen Plan an, oder? Mhm, klingt gut. Du gehst trinken und ich explodiere mich mit dem Ofen und Stahl in die Luft. Water. So, was haben wir denn noch? 1115 Kelvin, das wird nicht reichen. Sag mal, woher wissen wir denn eigentlich, wie viel in so einem Karton drin ist? 6 Flaschen. Oder 6 Gegenstände, was auch immer das ist. 6 Flaschen, 6 Klebeband, 6 Sprühflaschen, was auch immer das ist. 6. Sauerstoffstand kritisch. Bewusstsein niedrig. Nicht den Hebel auf. So, aus irgendeinem Grund ist danach immer meine Stromanzeige ganz komisch. Batteriestand niedrig. Ist das da noch? Wie? Achso, okay, ja, Anzug ist wirklich niedrig. Heißt, wir füllen das mal auf hier. So. Und was war da jetzt noch? Oh, der ist jetzt aber nicht mehr so heiß, wa? Nee, aber ich habe einmal einen Stack Stahl. Haben wir. Hä? Okay, warum ist denn das jetzt wieder heißer geworden? Hast du noch was nachgeschmissen? Nee, ist nicht heißer geworden. Achso, doch, jetzt, ja. Nö, habe ich nicht. Stahl? Ach, da kommt Wasserstoff raus aus der Kohle. Ah ja, ist ja Holzkohle. Okay. Hast du das Stahl? Hast du das? Ja, ich habe das. Okay. Kannst du mal nachgucken, was wir brauchen für Druck und Temperatur für Elektrum? Ja, kann ich.
Also im gleichen Verhältnis Gold und Silber ist klar. 600 bis endlos Temperatur, also höher wie 600 Kelvin, aber Druck 800 bis 2,4 Megapascal. 2,4 Megapascal? Max 2,4. Ist jetzt nicht so viel, ne? Ne. Dafür müssen wir aber ordentlich was ablassen. Tja, da ist jetzt die Frage, ne? In Stirling oder in die Welt? Und in die Welt ist eh keine gute Idee. Nee, komm. Also wir haben die Sachen ja für Elektrum da. Ich pack die so lange in den Schrank rein, dass wenn wir es brauchen, dass wir es dann halt schmelzen. Ja. Aber jetzt gerade würde ich sagen, nein. Ja, sehe ich auch so. Und für den Stirling könnten wir ja sowieso gucken, ob wir nicht selbst noch irgendwas herstellen zur Not. Also dass wir wirklich einfach nur reines, heißes Gas machen für den Stirling. Aber wir können ja Gold und Silber schon schmelzen. Da müssen wir ja nicht mehr warten. Ach so, ja, stimmt, das ist natürlich recht. Wobei, warte mal, wenn wir Gold schmelzen, dann haben wir wieder Sauerstoff und dann machen wir den Ofen an. Das sollten wir nutzen. Wir haben nicht genug Raum hier, um zu lagern. Und naja, wir können ja Schränke herstellen und Frames, also alles gut. Ja, haben wir aber noch nicht hergestellt. Jetzt habe ich deinen Stack Silber in der Hand. Okay, dann nehme ich den 5er Silber in die Hand. Wie okay, so. Alles durch die Gegend fliegt. Ja, furchtbar. So. Okay, Stirling oder machen wir erst was anderes? Also, du kannst ja gerne dich mit dem Stirling beschäftigen. Ich drucke ein paar Eisenplatten und baue uns ein paar Wände. Wir brauchen ja Türen, wir brauchen alles. Ne? Mhm. Willst du rausgucken können? Also brauchen wir Glas oder nehmen wir Wände? Also grundsätzlich würde ich sagen, besser aufwärmen. Oder, ja, ich finde, wir können es noch nachrüsten, komm. Die Sonne wärmt eh, ob Wände oder Glas. Wir haben Silizium, oder? Ja, aber nur, ach so, haben wir doch, Moment. 6 haben wir hier und da drin, also 39 Gramm. Ja, 18 Scheiben. Deswegen würde ich sagen, komm, dann machen wir mit Fenstern. Also ich finde Fenster schon schöner. Ja, als die ganze Zeit in so einem dunklen Raum drum zu hocken. Ja. So. Also erstmal geht's ja mit Wänden los, ne? Also und was du auch vielleicht machen könntest, wenn du jetzt sowieso baust, ob du, vielleicht kannst du ja nochmal von den Schränken noch welche bauen. Ja. Haben wir zwar überhaupt keinen Platz für, aber okay. Ja doch, wenn wir hier die Kisten weg haben, ja. Dann... Ah, scheiße. Dass du dich immer noch erschrickst davor. Ja. Ja. Wer rechnet denn mit sowas, wenn ich da eine Eisenplatte herstelle, dass ich da in Flammen stehe? Denn jetzt stehen die Kisten überhaupt wieder auf dem Boden. Das ist auch keine gute Idee. In der Stirling geblieben. Ja. Er ist in der Kiste. Oh. Das ist keine gute Idee, dass die Kisten hier Feuer fangen und alles. Ich habe 11 Wände. Langsam mal ausmachen hier, ne? Du warst doch gerade eh am Schmelzen, ne? Nee, ich bin am Wendebau. Jetzt habe ich jetzt 18 Wände. Was brauchst du denn noch? Stahlbleche. Kannst du mir 2 Stahlbleche herstellen? Moment bitte. Lass mich eben zählen. 6, 12, 9 bis 21 und 2 für die Tür. 22, 23. Ich brauche erst noch die. Ich mache erst noch. Oh, was ist denn das? Warum explodiere ich denn hier, wenn ich gar nichts mache? Ja, weil der Dingens läuft. Ja, aber der druckt doch gar nichts. Die Gase fliegen ja halt rum, ne? Ja, dann machen doch aus, wenn er nichts macht. Ich will doch, Mensch, ich will doch Wände machen, aber ich komme ja gar nicht dahin, ohne im Flammenpilz zu stehen. Also irgendwas gast hier halt zwischendurch aus, ich weiß nicht was. Ja, ich auch nicht. Ja, irgendwas da an der Batterie halt. Ich weiß nicht, was es ist. Die Wärme. Das Gasgemisch in der Luft ist ja brennbar. Es muss nur warm genug sein. Und scheinbar macht die Batterie schon genug Wärme beim Aufladen. Setzt den jetzt auf dann? Ja, okay. Okay, merken wir uns, Batterie laden, blöd. Ja, jetzt hat's aufgehört.
Hey, die Batteriezelle hat 16%. Health low. Na super. Die nukleare Zelle? Mhm. Oh, nee. Nicht die nukleare. Die kleine Batteriezelle in den Solarmoped. Ah. So, das was lässt ist mit. Ich aber vermuten, dass die da oben nicht so effizient ist, weil die hatte ja eben 7 pro Tag geladen und jetzt nur noch 2. Ja, wer weiß, vielleicht hat das auch was mit dem Planeten da zu tun. Nee. Die ersten beiden Tage waren jeweils 7. Oh, ich kriege gerade einen grauen Bildschirm, ich glaube. Warum sterbe ich? Condition Generical. Oh, was soll denn das jetzt wieder? Ach, Mann. Bernie! Ja. Was ist passiert? Ich bin ohnmächtig geworden. Hast du keinen Sauerstoff mehr? Nee, ich glaube, ich hatte schmutzigen Sauerstoff im Helm. Ich habe nicht genug, schnell genug gespült. Ui. Ich glaube. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wahrscheinlich da, wo wir gestartet sind. Das sieht nicht so aus. Aber ich guck mal über. Oh je, achso, jetzt habe ich ja noch Notfallkram. Ach Gott, ist das anstrengend. Wenn ich dir helfen kann, sagst du was, ja? Ja, ich versuche gerade mal über den Berg zu kommen. Ja, ich sehe dich. Sehr gut. So, Stahlblech, ja. Tja, also der Zähler, der Counter-Zähler, Death-Counter ist jetzt schon bei 1 bei mir. Es gibt dir keinen Death-Counter, das müssen die selber mitzählen. Ich habe scheinbar noch die Eisenframes fallen lassen oder was? Okay. Dass wir kein Jetpack haben, ne? Das geht mir so auf den Sack. Ich spring immer übers Ziel hinaus. Ja. Oh, der Anzug sieht aber auch gar nicht gut aus. Was willst du denn jetzt haben von mir? Schweißbrenner, oh je. Schweißbrenner ist nie eine gute Idee. So, elektronische Teile. Alter. Ich glaube, dafür brauchen wir sowieso Elektrom. Nee, Gold, Kupfer und, glaube ich. Eisen, Gold, Kupfer, okay. Oh Mann, mein Mannequin. Wo haben wir denn den Friedhof? Oder schmeiß ich ihn einfach in den Bach? Hä? Wofür haben wir so einen Bach? Schmeiß ihn da rein. Ja, echt. Klar, hallo, das ist unser Entsorgungsbach. Da kommt alles rein, demnächst. Da ist übrigens ein Gürtel durch die Gegend geflogen. Ja, das ist der Notfallgürtel. Den schmeiß ich nicht in den Bach. Also, wie krieg ich den jetzt überhaupt weggeworfen? Wie wird man den nochmal los? Left hand. Ach so, ich. Okay. Oh, und der Emergency Tool Belt geht gerade von alleine einfach kaputt, weil er hier in der Welt liegt. Okay. Batteriestand kritisch. Und der ist tot. Ja, jetzt kriege ich noch eine Sauerstoffwarnung. So, Sterling, fertig. Meine Güte, das war jetzt auch eine schwere Geburt. So. Das geht mir auch im Sack hier. Was hat der da gebaut? Machst du das? Hier? Sorry. Wände. Ich dachte, das wäre noch ein Stahlmoped. Ach, so ein Dingsterbumster. So. Hier brennt unsere Kiste. Warum brennt die Kiste? Och, Mann, ey, das geht mir echt auf den Zeiger gerade, ne? Ich hab doch gar nichts in der Hand. Ich mach doch überhaupt nichts. Wieso brenn ich denn, wenn ich da hingehe? Was soll denn das? Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht schon. Keine Ahnung. Weiß es nicht, woran es gerade liegt. Die Kiste brennt auf jeden Fall. Warum auch immer. Weil sie auf dem Boden steht und aus dem Boden ab und zu Flammen kommen. Aber ich weiß nicht, warum sie dann brennen. Das lenkt alles viel zu sehr ab. Wir brauchen Schränke. Ja, wir brauchen jetzt erstmal hier einen Raum. Mit Fenstern, haben wir denn genug Silikon? Silikon, scheiße, Silizium. Ich muss halt noch was holen. Ja. Nein, falsch.
Ich bin mal ziemlich nervös. So merkt man gar nicht, Bernie. Nee, ne? So ein Tod ist für mich nicht alltäglich, also. Das erzählt mir tatsächlich ein bisschen. Boah. Für dich ist so ein Tod nicht alltäglich? Nee. Nee. Auch wenn ich in Uni schon gestorben bin, aber. Aber du hast doch auch schon jede Menge Station jetzt gezockt. Ich dachte, ja. Da stirbt man sowieso. Mal. Nee. Ja, mal. Ja, am Anfang 5-mal oder so, ja. Du hast doch auch schon sowas wie Venus und so gespielt. Mhm. Und da bist du nicht gestorben? Ohne zu sterben, ja. Was? Ja. Was? Ja, das geht. So. Ja, die Drucker stehen scheiße. Alles steht scheiße hier. Der Arkfernes muss natürlich dann sowieso raus aus dem Raum und bla bla bla. Alles Mucks. So, jetzt brauchen wir vor der Dingens, vor dem Energie-Moped hier brauchen wir die Leitung. Wenn das Ding jetzt gleich Strom erzeugt, ja. Und können wir nicht, wir haben jetzt Stahl, können wir nicht eine Batterie bauen? Ja, wir können es ja dann auch wieder ausstellen, aber erstmal müssen wir gucken, ob es läuft, ne? Ja, klar. Ich sag ja, wenn es läuft. Bernie, ich habe keine Kabel mehr. Machst du hier nochmal eine Verbindung dran? Ist übrigens auch gut, dass ich, toll. Ich habe keine Batterie mehr in meinem Tablet, ist alle. Aber gut, das sehe ich ja hier auch, ne? Ist verbunden? Soll das hier eine Kurve werden, oder was? Ja. Moment. Oh, ich sehe dieses Leistologramm nicht. Fehlt da nicht noch was? Ey, ich sehe es nicht. Wieso treffe ich das denn? Ach so, jetzt. Ich habe es nicht getroffen, weil ich mit dem Hologramm komme ich überhaupt nicht klar mit dem neuen. So, okay. Also wir haben Gas drauf, wir haben Dingens drauf. So, ich habe 3000 Kilopascal für das Dingensgas. So, jetzt ist das große Problem. Ich kann nicht sehen, ob wie viel Druck da drauf kommt und wie heiß und so. Weil ja, das sollte die alle. Aber. Genau. So. Hast du wieder Strom im Tablet? Mhm. Wie viel Mol ist das in dem Kanister? Nicht wie viel Druck, wie viel Mol? Wo sehe ich denn das? 65,4. Das ist viel zu viel. Ich habe im Kopf 10 bis 12 oder maximal 15 Mol. Bei Wasserstoff, ich weiß natürlich nicht. Sag mal lieber, ob die Batterie geladen wird. Ja. Okay, wir wissen gerade nicht wie viel, ne? Weil wir keine Möglichkeit haben, das gerade zu kontrollieren. Ich meine, die Temperatur von dem Gas hier ist natürlich auch nicht so optional, weil wir auch keinen isolierten Rohr haben, ne? Aber wir könnten natürlich auch noch mal ein bisschen was nachschieben, ne? Ist da nirgendwo eine Möglichkeit abzulesen? Temperature, Pressure. Effizienz 99%, Pressure Difference, Working Gas, Effizienz 8%. Wie kriegen wir denn eigentlich das Gas da raus aus dem Ofen? Ja, indem wir es hier über den Active End absaugen. Aber du hast an dem Rohr den Stirling drin. Also müssten wir hier eine Pumpe zwischen machen, um das abzusaugen. Um das in den Stirling reinzusagen. Richtig? Moment, im Ofen ist doch Druck. Wieso? Der wird doch jetzt weniger werden, weil das doch durch den Stirling abgekühlt wird. Oder ich verstehe das gerade nicht. Naja, wir haben hier 820 Kelvin. Obwohl, stopp, das sind ja auch gerade hier. Kelvin ist ja nicht Druck. Naja, ich war jetzt gerade mit. Oh Gott, irgendwas passiert hier. Ich werde gleich ohnmächtig. Warum? Kein Sauerstoff? Hä? Das ist auch bei mir das Stichwort. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Ich brauche was passiert hier? Was passiert hier?
Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Abgas ist gut. Lufttank ist gut. CO2-Filter ist gut. Ich habe gespült. Jetzt ist auch wieder weg. Keine Ahnung. Kurzer Erschrecker. Oh mein Gott. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben Energie. Zumindest irgendwie so ein bisschen. Was sagt unsere Batterie hier? Ich muss auch mein Tablet wieder ausmachen. 94%. Ja, guck mal, das ist doch schon mal was, ne? Ja, die waren, glaube ich, bei 88. Ja, geil. Okay, wir haben schon mal irgendwie Energie, wir kriegen Energie, alles ist gut. Jetzt geht es darum, in der nächsten Folge dann tatsächlich mal hier ein Hütchen zu bauen, damit hier nicht mehr alles in Flammen aufgeht. Ja, und dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge? Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht, oder, Bernie? ja. Übrigens, warum ich gerade sterbe, meine Batterie ist tot. Oh. So, ist natürlich nicht so geil. So, mal wieder laden hier. Achso, meine Hygiene-Scheiße, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal hier. Oh je, wir brauchen unbedingt eine Dusche, Bernie. Ja klar, ganz wichtig, bevor wir uns hier in einem Raum der Atemweis aufhalten, erstmal duschen, ganz wichtig. Okay, ihr Lieben. Den ganzen Staub hier runter duschen. Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht. Blöd war, dass Bernie dann irgendwie umgekippt ist. Ja. Warst so. Auch gerade kurz davor. Ja, und da wir jetzt Strom haben, können wir uns jetzt tatsächlich mal ein bisschen hier auslassen und endlich mal ordentlich bauen und größer und Platz und alles unterkommen lassen, Vakuum ziehen, Luftschleuse. Also nächste Folge wird ziemlich viel gebaut werden, damit wir hier uns mal ein bisschen heimischer einrichten können und mal Platz haben. So mit zwei Leuten ist nämlich irgendwie der Platzbedarf dann auch nochmal irgendwie ein bisschen größer, so gefühlt, oder? Bernie? Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Wir freuen uns natürlich auch über alle Kommentare, die ihr schreibt, was wir blöd gemacht haben, was wir besser hätten machen können. Ihr kennt das Spiel, ne? Lasst es ruhig raus. Und wir reagieren auf die Kommentare dann, wenn wir eine neue Session aufnehmen, nachdem die ersten Kommentare da waren. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise einen schönen Abend. Das ist ja die Mittwochsfolge hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag zur nächsten Folge zu Station Years. Macht's gut und tschüssi! Ich freue mich, tschüss!